Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde. The Legend of Zelda. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Nicht beenden. Weitermachen. Breath of the Wild geht weiter und wir steigen genau da ein, wo wir aufgehört haben. Wir standen zwar vor diesem Schrein, aber Wolf-Dieter Poschmann, respektive Zora-Meister Zorason, steht hier draußen. Namens Torfo. Was für ein Glück, du bist doch ein Hylianer, oder? Ja. Sehr schön, was für eine glückliche Fügung. Ah, du fragst dich ja, worum es geht. Ich bin Torfo vom Volk der Zoras. Wir suchen verzweifelt nach einem Hylianer wie dir. Das Dorf der Zoras ist in Gefahr, deshalb suchen wir zusammen mit Sidon, unserem Prinzen, einen starken Hylianer. Davon habe ich gehört. Ah, es ist das besagte, hier hält sich bei der Ingogo-Brücke auf. Das ist das Dorf der Zoras hier. Wenn du uns helfen möchtest, würdest du mit dem Prinzen sprechen? Das würde ich sehr gerne machen, muss ich sagen, ne? Und ich nehme diese große, Alter, eine große Axt hier rüber, die so viel, oh, Alter, das gibt Energie. Er gibt Tinte auf dem Füller. Machen wir dann, aber lass uns einfach mal diesen Schrein hier auch erledigen. Wenn er schon mal hier ist. Der ist dann auch dazu da, dass er dann meine Beamstelle zu den Zoras wird, ne? Ey, kann ich denn diese Fotonummer abseits von den Dungeons machen? Oder könnte ich die Dungeons zuerst machen? Also, dass ich nicht erstmal alle 12 Orte und die Fotos suchen muss, bevor ich in die Dungeons komme, sondern dass ich Dungeons plus. Eigentlich müsste es so rum auch gehen, ne? Vielleicht bringt mich das ja jetzt in Richtung Wasser-Dungeon oder so, ne? Wenn die Zoras ja da mit dran beteiligt sind. Kraftprobe leicht. Okay, ja, leicht sollte ich immerhin machen können, ja? Aber schwierig. Dann nehme ich aber. Let's do it. Okay, das ist ein. Ja, das ist ein Zweihänder. Okay, Kraftprobe leicht sollte ich vielleicht hinbekommen. So. Jetzt müsste ich ja sogar die Energie sehen von dem Johnson. Oh, Long Johnson. Alter. Alter. Ein Ritterschwert zerbricht gleich? Was? Alter, hatte man. Das ist doch aber probeleicht jetzt hier gerade. Okay, das ist not so nice. Bist doch ein dummes Schwein. Okay. So. Komm in meine Richtung, komm in meine Richtung. Okay. Oh, das ist ja wirklich ganz gut, ne? Das zieht also. Ah, das zieht ja fast 50 Hitpoints ab, oder? Okay, dann habe ich dich ja gleich. Ah, jetzt macht er die Nummer hier. Die dumme Sau. Okay, dann soll ich meine Energie aber auffüllen. Geht ihm nicht so viel ab, aber egal. Bist du herkommen, mein Freund? Dann habe ich dich gleich. 2 Schläge noch. So. Jetzt rotier. Ach, scheiße. Mit den hier. Macht er den hier? So. Komm, nur noch einmal in Düsen.
Oh! Was geht, was geht, was geht? Da schießt du nicht durch, oder? Alter, hat er da durchgeschossen. Alter, hat er da durchgeschossen. Durch meinen Schild durchgeschossen. Holy fuck. Hat er durch meinen Schild durchgeschossen. Alter, ey. Okay. Oh. Boah, ey. Knapp, knapp, knapp. Der wechselt ja so die... Ein Wächterschild. Oh. Oh, oh. Antike Achse. Oh. Oh, 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 oh. Okay, die leichte Prüfung haben wir noch geschafft. Ey, das ist ja ein Göttersegen, dass man die Hitpoints sehen kann. Sonst hätte ich mich nicht so nah herangetraut. Und ein geiler Ritterbogen wieder. Ja, das ist doch nice. Wo ist denn der? Nicht das. Der Ritterbogen. Sieht sogar ganz geil aus. Der Bogen. Ah! Gebe mir mein Emblem. Habe ich schon wieder 4? Nein, ne? Das ist der. Oh ne, ich hatte gerade vorhin ja ausgetauscht. Ja, wievielte ist es jetzt? 2. Der dritte, einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch. Der dritte, ja, dritte ist auch okay. Dann gehen wir doch zu den Zoras. Vielleicht können wir in den Dungeon. Das wäre ja mal was, ne? In einem Dungeon, in einem richtigen. Oh. Wenn die schönen Hylianer brauchen, dann kann ich das hinkriegen. Ich bin doch ein Hylianer. Ich kenne mich doch damit aus. Dungeons lösen. Dungeon Romper. So, dann lass mich mal rüber. Das ist die Zaschenbrücke. Oder wie sie hieß. Da ist er. Oh! Hey! Du da! Hier bin ich! Hier! Und hopp! Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Ja, schön. Da sprichst du. Oh, ich dachte, ich finde schon nie einen. Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. So siehst du auch aus, mein Freund. Wieso bist du denn rot? Aber keine rote, der rote Zora. Wie heißt du bitte? Sag mir deinen Namen. Ich bin der Dr. Link. Link? Link also, ein guter Name. Ja, den habe ich doch schon immer. Habe ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen, wie du dich bewegst. Diese Körperspannung, du bist etwas Besonderes. So viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker. Geht so. Keine falsche Bescheidenheit. Ich bin der Prinz der Zoras. Ich habe ein Auge für sowas. Gut, spitze. Ich habe nach einem Video gesucht, Link, nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Zoras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Ah. Wir brauchen nicht im Dorf der Zoras. Wirst du uns helfen? Natürlich! Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich hier richtig eingeschätzt. Das Dorf der Zoras ist so gut wie gerettet. Bitte beeile dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht, da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. In Hyliana ist der Weg sicher nicht einfach, schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen.
Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da gibt es stehende harte Kämpfe, wo es regnet und Elektrizität. Ich würde sagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drücke dir die Flossen. Elektromedizin. Schützt dich vor elektrischen Schlägen. Ja, geil. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Die Medizin ist wohl für Hyliane gedacht. Jedenfalls bringt sie uns sowas nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich warte auf dich. So kommst du nicht die... Gut, aber... Nee, ich kann bestimmt schon zum Dungeon, weil dieser Wahr-Router, das ist bestimmt ein Dungeon-Schlüssel. Okay. Und die kann ich wohl wirklich auch außerhalb der Reihenfolge dann machen, ne? Wenn ich schon alle Items habe, die ich da benutze, die notwendig sind dafür. Vielleicht finde ich noch Items, die innerhalb dieses Dungeons wichtig werden, aber... Das ist dann ja innerhalb des Dungeons, ne? Und ich muss nicht unbedingt diese Reihenfolge machen. Ja, geil. Me like. So, dann nehme ich zuerst... Was mache ich denn da? Tasche. Tasche. Da ist die Elektromedizin. Trinken. So. Neuer Zielpunkt. Da ist das Dorf der Zoras. So weit weg war ich gar nicht davon, ne? Von dem Rumalaka-Schrein hier. Rokumaka. Aber natürlich würde ich anders dahin kommen als vorher. Ah, was ist das? Octocrock. Aber kein Octorock, oder? Doch. Dass die sich so aufplustern. Muss ja nicht sein unbedingt. So, wo geht's lang? Weg mit dir. Deine Items möchte ich einsammeln. Dein Exalphosphorn. Und ich auf. Also schwer, brauche ich nicht. Brauche ich nicht! So. Er ist runtergefallen, das kriege ich nicht mehr. Dorf der Zoras. Ups. Die waren ja noch nicht so richtig elektrisch, die Johnsons, ne? Das muss ja noch kommen. So, da steht auch mal Dorf der Zoras. Oder sind die Octoroks elektrisch? Das weiß ich dann natürlich nicht. Warte mal, wenn ich... Oh, warte mal, trage ich gar kein Schild gerade im Moment? Doch, den Wächterschild habe ich doch. Ja, ich dachte schon. Kein Schild mehr habe. Hört mal auf, ihr Schweinepriester. So. So, warte mal. Klappt das? Klappt. Cool. Kann die also wieder abwehren. Oh! Hey, Link! Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch immer den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbar viele Monster herum. Gib auf dich Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen dich. Ich gebe ja schon mein Bestes. Also das, was ich kann. Maximal. So, jetzt schnell. Da, ah, scheiße. Ich hab ihn nicht erwischt. Meister Eichhorn. Aber ein Schleichling. Ein Schleichling habe ich noch gekriegt. Ja, die Echse habe ich auch nicht gekriegt. Das ist schlimmer als in Shadow of the Colossus mit den Echsen. Das war die einzige Möglichkeit, da sein Leben, glaube ich, und sein Grip-Level zu verstärken. Irgendwie sowas, ne? Ja, ihr Dödel. Daneben nennt man das. Rotschwert ist zerbrochen. Nehmen wir das Wächterschwert.
Dafür, du musst dich irgendwann damit abfinden, dass die wirklich Benutzungsware sind, die Schwerter. Ja? Dafür da sind, dass du einfach mal... Oh, war ein bisschen Bernstein. Sag mir das denn keiner, dass da Bernstein war. Richtig aus hier. Da, guck mal, da ist der Schrein, wo ich gewesen bin. Ne? Aber ich muss hier hin. Jetzt höre ich die Elektrofeinde schon, ne? Aber nee, ich muss den Weg drumherum nehmen. Ich muss den Zoras folgen, ne? Und wenn mich hier so ein Weg anzeigt, dann muss das ja eigentlich der Weg sein. Oh, ein Elektrofall. Hier führst du mich durch. Oh, shit. Ah. Alter, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. Oh, sag mir das doch, einer. Hyrule-Gras. Dann nehme ich doch lieber den äußeren Weg. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier das zu machen. Ja, aber es war nur so ein bisschen Schutz. So richtig gut gehalten hat er auch nicht. Freshie! Quit living on dreams. Freshie! Hey! Hallo, hier bin ich. Hier! Wo bist du denn? Sehe ich da einen Schrein da hinten? Da ist er ja. Tut mir leid, dass ich dich so über die Distanz anschreibe. Zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Was? Ist es noch weit? Ich weiß, ich habe leicht Schwimmen hier im Fluss. Aber in Gedanken kämpfe ich mit dir auf dem Weg. Nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Der klingt sehr lebensbejahend positiv. Unser Freundemann. So. Wohin jetzt? Okay, das ist keine gute Idee. Muss ich ins Wasser vielleicht? Ich speichere mal, ne? Das können wir mal ausprobieren, weil ich ein bisschen Angst davor habe. Speichern. Ich weiß noch nicht, wie ich da rüberkomme. Und dass der Weg die Intention ist. Wie das? Willst du mir das hier hinten? Okay. Das ist ja Quark. Das ist nicht Quark. Doch, da geht's Richtung Zora, ne? Okay. Wollte das etwa reichen? Hyrule Barsch! Beim Barsche des Propheten. Oh, jetzt sieht's aber.
Nee, es geht jetzt wieder. Ich lade mal. Ich lade mal. Quelle von Ranelle. Quelle von Ranelle. Quellen von Ranellen. Quelle von Ranellen. Quellen von Ranelle. Ach Gott. Das bringt mich durcheinander. Durcheinander bringt mich das. Was soll ich denn bloß machen? Wir haben doch alle Spaß. So, mal gucken. Also ich muss da irgendwie auf die andere Seite. Ist doch Quark. Aber ich kann hier nicht. Also ich bin hier rausgekommen. Der hat mir die Cutscene gezeigt. Ah, das ist doch Fikistan. Das ist doch purer Fikistan hier. Jetzt lässt der Schutz nach, ja, danke. Ein Glück, ey, durch die Anzeige. Durch die Anzeige der Hitpoints sehe ich, wo die Pansen sind. Kann sie eigentlich alle sehr leicht einsammeln. Doch hier den Hammer. Aber vielleicht soll ich die Dinger nicht tragen, weil dann der Blitz in mich einschlägt. Oder was war das für eine Anzeige gerade? Habt ihr das gesehen, als ich die Waffen wählen wollte? Guck mal. Die blitzen. Ah, wahrscheinlich lieber keine Metallwaffen. Ne? Weil dann, Alter, da knallt der Blitz bestimmt in mich rein mit einer Metallwaffe. What the fuck? Okay, oh, ist das? Bin ich in Zo im Zora-Reich jetzt? Unbemerkter Feind, größerer Schaden. Okay, habe ich mal geschafft. Das ist gut. Ganzes Lager ausgehöhlt, bis wieder die blutrote Nacht kommt. Und euer Wild nehme ich auch mit. Euer grillendes Wirt. 22, warte mal, aber ich will lieber. Warte mal bis mittags. Wenn wir schon eine Feuerstelle hier haben, ne? Dann lasst uns das doch auch mal ausnutzen. Oh, Scheiße, es ist doch wieder eine blutrote Nacht. Oh, fucky! Scheiße, Die dann stehen Nacht die des wieder alle auf. Halbmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Oh Mann, ich hoffe, die. Da sind sie. Oh shit. Da krieg ich das Rülpsen. Die Urinbrücke. Oh! Hey Link! Guck mal hier! Ich bin ne Zora! Ich bin hier auf dem Wasser! Hey Link! Du hast den halben Weg. Was? Erst der halbe? Ach richtig, da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ich glaube nicht, Link. Das wird hier aber aufwendiger. Was geht denn, Alter?
Hyrule Barsch. Da habe ich wohl einen. Wollen wir wieder ein bisschen was kochen, ne? Maxi-Rübe in die Hand. Bisschen Pilz. Und einmal Wild. Brauchen wir mal. Dampffleisch. 11. 11 würde ich damit kriegen. Hi, Devitska. Hyrule Pilz. Fleischglöckchen. Ein bisschen Sportlotus. Und einen Hyrule Barsch. Lecker aus. Dampffisch. Ja. Kann man mal machen, finde ich. Bisschen Ei. Bisschen zweimal Apfel. Und ein Pilz und noch so ein Pilz. So. Kochgemüse oder so, Kochobst. Ausdauer-Pilzspieß. Ja, das ist auch nice. So, in die Hand. Zweimal Wild, einmal Pilz, nochmal Pilz. Und Hyrule-Gras. Den Abgang. Ausdauer-Pilzspieß wieder. Der also auch mit 8 ist ja auch ein achtbares Ergebnis. Dank der vielen Farben, das Auge, es ist mit. So, kann ich noch was kochen? Oh, jetzt habe ich es gegessen. Egal. Jetzt habe ich es auch gegessen, auch egal. In die Hand, in die Hand. Bleibt noch was? Die Äbel. Und ein Frosch. Ne, das ist für Medizin, ne? Sollte mal ein bisschen Medizin aufmachen, ne? Bratapfel. Och, Obst. Bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. So, in die Hand. In die Hand. Mache ein Schleichwürmchen noch dazu. Sollte reichen. Schön Medizin. Schleichmedizin. Ja. Schleicheffekt. 10 Minuten lang kann ich damit schleichen. Sportkröte. In die Hand. Federbeißer Flügel nehmen wir auch beide. Den Abgang. Sportmedizin. Sportakos. Oh, Gewürzen. Ich hätte Gewürze machen können, ne? Mit dem Dingsen. Edelstein. Erzielt hohe Preise. Erzielt sehr hohe Preise. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken, die Feuerhölzer in der Nähe entzünden. Okay. Wenn ich selber Quellensachen anmachen will, dann kann ich mir das ja merken. Die Hans. Zwei Schleichglöckchen. Federbauserauge und ein Flügelchen. So, mal sehen, was diese Mische bringt. Machen wir mal Schleichmedizin. So, und ein letztes. Ich pack mal viele von den Flügeln hier rein. 5 Stück in die Hand. Da will ich nämlich Anti-Blitzmedizin. Dubiose Matsche? Echt? Echt? Dafür eine dubiose Matsche? Dann will ich das aber mal wegessen. Ist mir egal. Ich will keine dubiose Matsche drin haben. Na gut, egal. Fitgröße. Oh. Oh, oh, für Ausdauer, ne? Bist du fit im Schrittkröte? Alter, das ist wirklich noch ein weiter Weg. Kann ich das runterschubsen?
Irgendwo müsste runterschubsen. Uah. Hier. Nicht selbst ins Wasser gefallen. Dann verliere ich mit Absicht mein Herz. Weil die Strömung ist viel zu stark für mich. Ich ertrinke, aber dafür komme ich wieder hoch. Ja. Alles nur, weil ich einen Stein runterschmeißen. Oh, wollte so wie die da. Frag mich immer bei sowas, wer da denn oben steht. Die springen da nicht nochmal danach runter, um mich anzugreifen. Das ist alles so körperlos. Eigentlich. What? Okay. Okay. Das ist zerbrochen, aber sollte immerhin. Wie? So hat mich das vorangebracht. Weil ich ein kluger Mensch bin. Dann nehmen wir die Exhal-Lanze, die Chromo-Exhal-Lanze. Ach, ein Becher. Lanze, okay. Ein Fächer habe ich schon. Der Fächer, ey, du Hecher, have. Den haben wir schon da. Das sind die Johnnies, die wahrscheinlich runtergeworfen haben, ne? Oh, Johnnies. Warum werft ihr Sachen runter? What? Wo kam das denn her? Wo, warum, wieso, weshalb? Ich war doch gerade mittendrin statt nur dabei. Euer Kackbratzen, ey. Ihr dummen, dummen Kackbratzen. Ich will doch wenigstens nur zum Doof der Zora. In diesem Part. Vielleicht sogar einen Dungeon mal starten. Da immerhin hier. So, dann sollte ich aber vielleicht. Da ist nicht so berauschend aus. Neben zwei Hände die anderen Sachen und ich würde gerne den Schild behalten. Ey. Das ist auch ein Zweihänder, aber. Alter, jetzt fangen sie wieder an. Düster durch, das ist mir egal. Hätte ich jetzt gedacht. Dass ich da durchdüsern kann. Hat nicht ganz geklappt. Egal, es hat nicht ganz geklappt, aber doch irgendwie. Ey, ich möchte dieses Ding da weghacken. Die komische Anemone. Und was Gutes, warum? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ganze Gräsele. Muss sie denn. Die Ladbrücke sind wir. Muss sie denn. Gräsele hinaus. Muss sie denn. Das ist durchsichtig da, ne? Da fließt Wasser innerhalb dieser Brücke. Zu würden Zoras sowas bauen. Es würden ja keine Zoras hier bauen. Die sind ja im Wasser. Brauchen hier nicht so eine Brücke bauen. Das ist doch Quatsch für die. Hallo, Link! Hier bin ich, hier unten. Was machst du denn da ganz unten? Aber warum? Den Grund hat, oder was heißt es jetzt? So nah und doch so fern was, aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link, von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Oh nein, von hinten. Ugh.
Okay. Machen wir das Ritter-Großschwert. Moblin-Herz. Holy shit. Wollen wir das Rittersherz doch. Das große Ritterschwert doch es wert, es zu verwenden. Innerhalb dieses Kontextes. Hier bin ich richtig, oder? Hier bin ich richtig. Ausdauerling. Die Sachen doch alle mal mitnehmen. Schleichling. Meiling. Maxi-Rübe. Da geht mir doch die Rübe. Maxi-Rübe. Iron Grass. Ein Glück, dass die Lämsche hier verteilt sind, weil ohne die Lämsche wäre es ein bisschen schwierig für mich. Also diesen Weg hätte ich ja wohl nicht gefunden. Mit Lämsche. Echsenlanze. Oh. Schwertkarpfen. Entschuldigung, ich musste schnieseln. Okay. Oh, holy shit, so einer ist da. Oh, was? Warum ist meine Energie weg? Da brat mir einer einen Apfel. Eine Geschichte des Volkes der Zoras, erster Zusatz. König Dorophan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorophan, um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorophan durchquerte ein verehrter Wächter das Zurana Hochland. Er drang in das Dorf und entwendete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorophan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf den Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von dieser mutigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Ist ja Quatsch. Ja, purer Quatsch. Nee, ist kein purer Quatsch, aber. Ist ja auch nicht so relevant. Stimmt. Ob der König noch lebt? Ja, wenn der Sohnemann sein Prinz ist. Vielleicht lebt er noch, aber nicht mehr lange. Ja, richtig? Nee, ne? Ja, ist Quatsch. Das ist jetzt wirklich Quatsch, was ich hier mache. Oh, was ist denn das? So ein Rauchschlot. Warte mal, gucken wir mal. Hier ist es Wasser, ne? Daraus sprottelt. In der Brücke bin ich gekommen. Zu der Brücke möchte ich hin, ne? Oh! Holy shit. Schau das an. Schau dir da. Ho! Ho, 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 ho. Alter Verwalter. Sogar ein Schrein ist in der Nähe. Da liegt doch was Süßes. Holz verlagst. Ein Bernstein. Alter, da bin ich. Oh, so sieht's aus bei den Zoras.
Ey, da merkt man, dass die Leute von Xenoblade an der Open World dran saßen, ne? Gibt doch auch so eine Stadt in Xenoblade, die so ein bisschen ähnliches Feeling hat, war es, wo diese kleinen Gnupsis da leben, oder? Ich bin im Dorf der Zoras. Das ist geil, dass ich da bin. Oh! Schade, dass da so ein Schiedwetter ist. Oh. Oh, meine ich. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor. Ah, da lebt er ja noch. Hier entlang. Oh, Alter, so sieht das hier aus. Ich hätte gedacht, dass deren Dorf unter Wasser ist. Ich vermisse ein bisschen so Zora-Musik, oder kann ich die nur nicht hören? Ja, so ein bisschen Musik, aber... Iliana, hm? Sagt der Dumja. Schön dich, oder die Dumja? Ich weiß, schön dich kennenzulernen. Mein Name lautet Dumja. Ja, genau, das habe ich mich gefragt. Bist du eine Frau? Ist das ein BH? Was dagegen? Wie alt bist du? Das fragst du eine Dame? Unter 100, das ist alles, was ich dir sagen werde. Und so viel dürfte dir ja wohl klar gewesen sein. Du hörst etwa diesen sonderbaren Sprachtick bei mir, den die Alten alle haben. Im Dorf der Zoras wird jedenfalls gerade ein Chilianer-Krieger gesucht. Iris kann dir König Dorafan erzählen, wenn du weiter drin findest. Taribon, das ist ein Mann, ja? Link? So wahr ich hier stehe, du bist doch Link, der Recke der Chilianer. Ich bin's. Taribon. Du hast mir als Kind das Schwimmen beigebracht. What? Da war doch was. Ja, es ist ja auch 100 Jahre her. Jetzt bin ich 130 Jahre alt. Aber für einen Chilianer scheinst du absonderlich lang zu leben. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Tja, ich kann nicht einfach gerade anders. Aber das ist schön. Weißt du noch, unser Anführer Basu und Yoada der Wildfang? Mein Vater Molden ist zwar recht alt geworden, aber es geht ihnen allen soweit gut. Nur von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Aber was rede ich da? Sicher hast du andere Sorgen. Du warst dann bin ich auf dem Weg in den Thronsaal, oder? Lass dich nicht aufhalten. Alter, was sind... Da, jetzt möchte ich sehen, wie ihr ihm das Schwimmen beigebracht hat. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ist da ein Schrein mitten im Dorf? Da ist ein fucking Schrein mitten im Dorf. Seht ihr das? Erstmal zum Schrein. Mitten im Dorf. Geile Sachen zum Einsammeln noch drumherum. Mensch, da haben wir in diesem Teil haben wir mal was geschafft, ne? Alter, ist es gut. Und dann kriegen wir auch noch den vierten... Das vierte Emblem, wenn wir uns nicht zu blöd anstellen jetzt gleich. Im Schrein. Da können wir mit dem König noch sprechen in diesem Teil, vielleicht ein bisschen umschauen. Oh, das fand ich geil, dass er dem einen Zora das Schwimmen beigebracht hat, das Kind. So eine kleine Geschichte, die... Ja, das klingt so nach Link. Ja, natürlich habe ich ihm das Schwimmen beigebracht. Ich bin da gerade vorbeigegangen. Als du noch ein kleiner Jung von 30 Jahren warst. Pff. Aber in den Zoras ist es ja wohl ein bisschen anders. Und sowas befindet sich unterm Zora-Dorf. Willkommen, Pilger. Heben und senken. Das hört sich nach Eis an. Er ist ja auch ein Wasserschrein. Das wird jetzt gefährlich. Okay. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, das müssen wir aber gleich mal im Detail besser ausprobieren. So.
kann ich die denn eigentlich pushen? Okay. Hier ungefähr. Okay. Fast wie so ein... Ey, das ist ein Pachinko-Automat gerade hier, oder? Das ist ein fucking Pachinko-Automat. Hier gebaut haben. Jetzt hoffen wir mal, dass der den gleichen Weg nimmt, bevor er aufgehalten wird. Nein, och nein! Ich kann ihn ja auch nicht anders fallen lassen, ne? Machen wir es näher ran. Wahrscheinlich überdenke ich das jetzt hier wieder auch. Oh, kann ich eigentlich... Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wo müsste ich den denn hinbringen eigentlich, den Ball? Linke Seite wäre ein bisschen geiler, ne? Wenn ich den hier runterrutschen lassen könnte. Kriege ich den irgendwo hier so runter? Bleibt die Frage. Versuch das Ding mal zu schubsen. Ja, es sollte sogar gehen, ne? Okay. Ach komm. Ist doch Quatschistan. Bisschen. Kann ihn ein bisschen bewegen. Aber dann rutsche ich ab. Dann rutsche ich ab. Ah. Nee, du musst es doch drücken können, Link. Ja, so ein bisschen wirklich stark bewegen kann ich nicht, schade. Sonst hätte ich den da hier jetzt runtergedrückt und hier rübergepackt, damit er runterrutschen kann. Muss aber wohl... sehen. Schwierig.
Kann ich den jetzt daneben schieben? Vielleicht. Ah! Oh, okay, ich glaube, ich hab's. Ah, okay, stupid. Stupid, ja klar. Klar, nochmal Stasis machen. Das ist ja logisch. Nochmal Stasis. Oder das Ding zerstören und dann Stasis. Brauchst auch nur einmal bestimmt, ja. Dann damit hauen, damit er geradeaus... Ja, ich weiß, okay, ich weiß es. Okay, I know it. I know it. Eins. Zwei. Lassen wir oben beide mal. Zerstören uns Stasis an der richtigen Stelle. So. Gerne aufhalten lassen hier. So, den zerstören. Oh, das war jetzt blöd. Ach, das war doch... Ey, Alter, wieso habe ich das denn nicht getroffen, ey? Oh, ich war doch sogar rechtzeitig da. Ich war doch sogar rechtzeitig da. Ich habe nur einfach daneben gezielt. Ich habe nur einfach daneben gezielt. Daneben gezielt. Daneben gezielt. Kann ich von hier hinten machen, oder? Na, okay. Vielleicht nicht ganz so. Vielleicht nicht ganz so weit hinten. Nicht ganz so weit von hinten. Das Modul wechseln. Fertig. Lass mich das mal testen. Dann mach das. Dann drück mal auf A und dann mache ich. Ja. Mach ich so. Mach ich nochmal L. Okay. Mach das lieber. Warte mal, bevor ich... Nein! Oh, ach, das braucht so lang zum Aufladen. Oh... Das ist doch jetzt dämlich. Oh, es ist dämlich. Oh, es ist dämlich. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Jetzt fällt das Ding da oben nicht mal runter. Scheiße, das braucht ja zweimal. Das braucht so lang zum Aufladen, deshalb kann ich das gar nicht so schnell hintereinander machen. Blöd. Ey, dieses... Okay.
Ey, das ist jetzt wie Golf. Oh, ich hoffe, das war nicht zu viel. Oh, ich hoffe, das war nicht zu viel. Na, endlich. Alter Verwalter! Na, endlich! Endlich! Dieses schnelle, die Steuer. Ey, ich kann. Wie viel habe ich jetzt? 12, 13 Stunden gespielt? Keine Steuerung immer noch nicht. So langsam. Langsam kommt sie hindurch, aber nur sehr langsam. Ach, da wir so getrödelt haben, lass uns wenigstens noch zu König Zora für diese Folge. Vielleicht gibt es ja auch eine Statue, wo wir noch beten können. Müsste es ja im Dorf der Zoras geben. Oh, was ich mich freue, schon die Gerudos zu sehen, ne? Und die Kokiri und alles. Die Goronen, ey, die fucking Goronen. Und Ausdauerkrabbe. Dich nehme ich mit, Krabbi. Krabbenmann. Lass mich wenigstens ein geiles Schwert in der Hand haben. So viele Verletzte. Guten Morgen, sagt der Amol. Die Amol. Also ich trägt keine kleinen Runde. Bist du ein Lilianer? Gut beobachtet. Soll ich mich vorstellen, mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Sekretöse. Ist dir die Statue der großen Miffa aufgefallen? Ja, die ist geil. Soll ich mal ein Foto von machen? Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßend, wenn ich dich in dieser Form belehre. Die Statue bildet die große Miffa ab, die einst der Recke der Zoras war. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilte sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, sagt, so sagt man. Die Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Greise. So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Miffa am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du ja selbst dazu, kannst du sie selbst dazu befragen. Oh, ein Zora kennt. Morgen. Wer bist du? Ich bin Hiliana. Oh. Hiliana kommt doch von weit her, oder? Meine... Ach, nichts. Papa hat mir verboten, mit Fremden zu sprechen. Oh, Eton. Eton, das geht doch nicht. Dass dein Papa dir sowas verdient. Ein bisschen rauszoomen hier. Hier ist das Fernglas. Ey, ich bin ein Idiot. Mach doch nicht die Fernglasfunktion. Kann ich das... So bestimmt was wert. Hey, mit euch kann ich noch stundenlang reden. Ich wollte noch zum Zora-König. Das machen wir alles noch. Ist das ein Gorone da hinten? Gorone auf Reisen! Schau es dir an! Mit Nippeln hart wie Stein. Ein König. Bist du nicht der Königssohn? Nein. Wieso gibt es denn hier so viele roten Zoras? Das ist doch weird. Oder besser gesagt, ungewohnt für mich, der ja die blauen Zoras kennt, nicht die roten. Das ist doch bestimmt der Palast. Hier, schau es mal an. Eines Königs würdig. Ja, mit den allen muss ich eigentlich noch quatschen. Machen wir noch. Oh, der Zora-König. Deine Tochter Ruto möchte ich heiraten. Naruto. Ist sie das? Oh Gott. Ein Hammerhai oder was? Wie, what the hell? Hammerhai Zora. Oh, du bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorophan, der König des Zora-Volks. Ja? Was da an deinem Gürtel hängt, ist das etwa ein schicker Stein? Nanu, lass dich noch einmal genau ansehen. Erkennst du mich etwa nicht? Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke, Link?
Ich wusste doch, dass mir der Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie ihr lebt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzten sich einige Male. Wir hörten, du waltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich habe geschlafen. Was, geschlafen? Deshalb also erinnerst du dich nicht an uns? Aber an unsere Tochter Mipha erinnerst du dich? Mipha? Oh, was? Oh, die geile Tochter. Ah, die... Sag aber nicht, du hast selbst Mipha vergessen. Ihr war doch immer so enge Freunde und du hast sie vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Die Statue, die wir zu Miphas Ehren errichtet haben, und sage uns, fühlst du Geist bis im Einblick? Oh, hatte ich was mit der? Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deiner Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache. Nein, Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht. Welch eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das stimmt. Das ist alles sicher nicht alles leicht für dich, Link, aber bitte höre uns an. Doch du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitanen Varuta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Willst du uns in unserer Not beistehen? Was? Sagt der Mutsu. Alter, das ist so der alte Großvezier hier. Der ist bestimmt böse, der sieht doch so aus. Haltet ein, Eure Majestät. Wollt ihr etwa einen Chilianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Musu, fängst du schon wieder damit an? Du solltest etwas mehr mit Respekt zeigen, Musu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Chilianer noch helfen kann. Bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule, in den Fluten versinken. Ob Zoras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. Besinnt euch doch, Majestät. Habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Hylianern nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule jetzt noch geben. Wir haben alles ins Verdammnis geführt. Sogar, oh, die Tochter bestimmt, Mipha. Mipha ist bestimmt gestorben dabei. Oder war Mipha die Zora-Abgesandte? Sogar Mipha haben sie uns genommen. Ich wusste es, dass er davon anfängt zu sprechen. Link, Ruta ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder herunterkommt. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich keine Bedrohung für uns. Doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört, auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Ah, der Ruf des Titanen. Von wo? Wo ist er denn? Boah, ich würde mir so wünschen, dass der irgendwo schwimmt. Ja, und dass er mich unter Wasser zieht oder so. Das ist... Ah, das Ding, was ich... Ah, das bist du. Ich habe schon gedacht, was ist denn das für ein Wasserschlauch? Ist der fucking Titan. Varuanda. Nee, oder wie der hieß. Varuta. Holy shit. Alter, wie so ein Elefant. Das ist der Rüssel eines Mechano-Elefanten. What the hell? Der Wassertitan Varuta. In Zeiten vor der Verheerung hatte eure Prinzessin Zelda die Titanen erforscht. In ihren Schriften erwähnte sie auch Vorrichtungen auf Rutas Schultern. Laut ihrer Erkenntnisse handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektrofallen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun mal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns helfen kann. Ach, so weht der Wind. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschinen mit Elektrofallen. Ich werde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruhrta gemeinsam aufhalten? Das hatte ich eh vor. Was? Das wolltest du wirklich? Du möchtest in den Titanen eindringen und ihn besänftigen? Und Prinzessin Zelda leitet dich dabei an? Heißt das, sie lebt noch? Sie ist im Schloss. Nicht zu glauben. Sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in die Titanen eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Kaum zu glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist. Gut, ich werde dir dabei helfen.
mein Prinzenlein. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du in sein Inneres betreten, Link. Lass uns Ruder gemeinsam besäftigen. Jawohl! Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass deine Ziele so genau mit unseren übereinstimmen. Erlaube, dass wir dir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Eine Zora-Rüstung. Ist ein bisschen schwächer, aber... Eure Prinzessin fertigt so eine Rüstung für ihren zukünftigen Gemahl nach Maß an. Wenn man sie trägt, kann man Wasserfälle hinaufschwimmen. What the fuck? Wasserfälle hinaufschwimmen. Pass gut darauf auf. König Dorefan? Wollt ihr etwa ihm die Zora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese? Solch eine Rüstung fertigt jede Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann. Das habe ich auch gehört. Diese hat unsere holdselige Prinzessin Mipha gefertigt. Eigenhändig und mit größter Sorgfalt. Vielleicht wollt sie mich ja heiraten. Recke oder nicht? Der Gedanke, dass die erlauchte Mipha ein solches Juwel für einen ungehobelten Fußsoldaten anfertigte, ist absurd. Ich bin nicht ungehobelt. Das Maß ist voll, ich protestiere aufs Schärfste. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Dieser Muse, der wird doch Probleme machen. Er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mipha fast so, als wir als ihr Vater es taten. Seit wir Mipha durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Vor 100 Jahren, ey. Ich vergib ihm seine Äußerungen. Aber... Wir hatten Muse befohlen, die Elektrofeile zu besorgen, die wir benötigen, um Bruder zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Link, ich werde Muse schon zur Vernunft bringen. Bitte warte. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich nicht mal die Elektrofeile habe. Um das zu erledigen, Sidon. Will er ihm etwa erzählen, dass Mipha noch lebt oder irgendwie sowas? Muse hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Wassertitan Varuta. Diese ganzen Markierungen hier löschen, das ist doch Quark. Dass ich die hier habe. Markierung gelöscht. Markierung gelöscht. So, wo ist denn... Das Varuta. Direkt neben On. Und ich habe hier noch nicht mal den Dösel freigeschaltet. Leute, wir haben Überlänge damit gemacht. Aber das ist vollkommen okay. Denn wir sind ja in einem sehr spannenden Part angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war wieder ein wunderbarer Teil. Gregor spielt The Legend of the Zelda. The Breath of the Wild. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüssikato.